Hallo und schönen guten Tag. Ich darf mal wieder ein Messer vom Achim in die Kamera halten. Diesmal ein Klappmesser. Und da kann ich gleich schon vorneweg sagen, ein ganz toll verarbeitetes, leichtes Taschenmesser. Trotzdem sehr stabil. Es hat einen Schichtholzgriff, unterlegt mit roten Leinern. Sieht immer klasse aus. Die Klinge absolut mittig zentriert. Alle Teile poliert, da kann man sich drin spiegeln, also die Verarbeitungsqualität bei diesem Messer ist ein Kracher. Wir haben hier eine Molybden-Vanadium-Klingenstahl, ansonsten steht da nichts drauf außer Kudemann und das haben wir hier. Es ist ein kleines Messer, aber es liegt trotz dem nach hinten dünner auslaufenden Griff sehr gut in der Hand. Wir haben eine sehr stabile Rückenfeder und eine sehr, sehr sauber angepasster Übergang. Jo, ein super verarbeitetes kleines Messerchen mit Drop-Point-Klinge. Die Griffschalen, wie gesagt, Schichtholz mit Messingstiften auf den Leinern fixiert. Auch diese sind sehr schön angepasst und poliert. Man spürt also keine Übergänge. Ein wirklich sehr sauber verarbeitetes Messer. Das ist natürlich jetzt nicht der Überflieger, aber ein richtiger guter Arbeiter. Das Messer wurde auch benutzt. Es ist auch scharf. Ich habe jetzt leider kein Papier da, um das zu demonstrieren. Aber ein richtig gelungenes Messerchen. Kommen wir mal zu den Maßen. Die Klinge hat an der dicksten Stelle moderate 2,4 mm und sie ist 8,5 cm lang. Und davon eine brauchbare Schneide von 8 cm. Die Gesamtlänge des Messers beträgt 19,1 cm und der Griff ist an der dicksten Stelle 16 mm. Wie gesagt, ein sehr, sehr sauber verarbeitetes Messer. Da gibt es also gar nichts zu meckern. Ein wunderschön gemachtes Messer. Jo, Achim, ich danke dir, dass ich das mal leihweise bespielen durfte. Ein wirklich brauchbares und fast schon edel anmutendes Taschenmesser. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Ein Taschenmesser von Kudemann mit Molybden-Vanadium-Klingenstahl, made in Spain. Eine sehr saubere Arbeit. Bis denne! Tschüss.